Ja, hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle. Ich grüße euch. So, und genauso gut wollte ich gerade sagen, ich habe gesehen, die Lady und der Gentleman sind online. Hallo, ihr beiden. Ja, lang nicht gesehen, die beiden waren im Urlaub. So, und wir werden natürlich fleißiglich zusehen, dass wir hier weiterkommen. Haben wir viel, viel zu tun. Ach ja. Eigentlich ganz. So. Das lief mal früher besser, als ihr das wirklich noch die ganze Zeit machen musste, so mit 10 Fingern schreiben. Lief das doch deutlich flüssiger, muss ich sagen. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir das... ja, so ein bisschen. Wir müssen gucken, dass wir jetzt hier so ein bisschen vorankommen in dem Fall. Also, dass wir das fertig kriegen. Wir waren ja schon ganz, also relativ weit. Jetzt hatte irgendjemand ja kommentiert von wegen, er findet das eigentlich ganz hübsch, gefällt ihm, bloß das mit den Treppen halt nicht. Ich muss sagen, ich bin selbst auch so ein bisschen am Hadern. Ne? Also, entweder zieht man das mit den Treppen komplett durch, dass es halt einheitlich aussieht. Das könnte auch ganz cool aussehen. Oder man sagt, wir machen das eher nicht. Muss ich persönlich sagen, ich fand das mit den Treppen ganz cool. Na, komm schon los. Damit auch Katzen jetzt hört auf. Jetzt vertragt euch ein. Das könnte man probieren. Wir können das mal probieren. Warte mal, wir probieren das mal hier hinten an dem einen aus. So, jetzt ist er natürlich weggesprungen. Ich finde, die Steine springen irgendwie mega weit weg. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist da seltsam. Achso, wurde auch angemerkt von mir, du kannst ja gar keine Fackeln dran platzieren. Haha. Man sieht, es geht. Ja. Das ist nämlich das Schöne daran. Weil das eine Außenwand ist, ist es dann praktisch glatt und ich kann hier auch Fackeln dran packen. Gut, jetzt wollen wir mal gucken. Wenn wir das so machen, dann kann ich rein theoretisch ja irgendeine Pflanze draufpacken. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo ein Blümchen habe. Ich habe ansonsten... Ach, da hinten ist ein rotes Blümchen. Ach, hier, siehst du? Nimm mal so ein rotes Blümchen mit, ne? Genau. Weil wir ja praktisch eine Scheibe da haben. Nee, das geht nicht. Ich hätte es mir schon fast gedacht. Gut, dann kann man sich wirklich überlegen, mache ich das durchgehend, so wie hier? Oder nicht? Ich muss sagen, ich finde es an der Stelle eigentlich ganz hübsch, das auf diese Art und Weise zu machen. Jetzt bin ich gerade noch am Überlegen. Wir sollten vielleicht... bringen. Und dann müssen wir dann nochmal gucken, wie wir die gleich herstellen. Ich hab echt kein Holz mehr. Alter Schwede, habe ich jetzt so viel Holz weggeklöppelt, dass ich mir echt kein eigenes... Also ich habe nichts mehr übrig. Das ist der Wahnsinn. Das hat so viel Holz gefressen hier, der ganze Kram. Heftig. Naja, kann man mal sehen, ne? Wie viel so ein Projekt doch verschleißt an Ressourcen. Eieiei. Heftig. Ich habe übrigens jetzt gerade, wo ich bin nur fleißig am Filme gucken, weil ich muss meine Festplatte, also vom HD-Receiver, muss ich jetzt die Festplatte nämlich langsam ein bisschen leer kriegen, weil ich habe da so viel Filme aufgenommen. Klar, Moment mal kurz. Ich habe da so viel Filme aufgenommen, dass es mittlerweile gar nicht mehr frei ist, großartig um irgendwelche Serien oder so aufzunehmen. Und da ja jetzt The Walking Dead wieder läuft und ich weiß gar nicht, welche Serie war denn das noch?
Ach ja, Under the Dome, genau. Und ich die einfach vorsichtshalber aufnehme, falls dann doch irgendwas dazwischen kommt, dass ich sie nicht gucken kann oder sowas, nehme ich die einfach vorsichtshalber auf. Und damit das gewährleistet ist, verdammt, jetzt bin ich hier hingerannt ohne, egal. Also damit das gewährleistet ist, dass es dann aufgenommen werden kann, muss ja die Festplatte frei genug sein. Und aktuell ist sie das auf keinen Fall. Deshalb muss ich da fleißig Filme gucken. Und dann habe ich halt, was ich die Tage erzählt hatte, habe ich, was habe ich bei Fallout, glaube ich, erzählt, ne? Habe ich halt Dread geschaut. Der war ganz okay. Der war ja ganz gut gewesen. Also ich schau mal kurz. Oh, warte. Jetzt gucken, geht das so auch? Eigentlich kenne ich ja alles halb hier, ne? Dann hoffe ich, dass ich die da anbringen kann. Ansonsten muss ich mir was anderes einfallen, deswegen Fensterläden. Ah, ich kann es hier anbringen, aber das bringt mir nichts. Und hier geht nicht. Nee. Das war klar. Gut, ist jetzt nicht so dramatisch, sage ich mal. Das lässt sich dann doch verschmerzen. Schade ist es trotzdem so ein bisschen, aber egal. Ja, nee, und dann habe ich halt Dread geschaut, wie gesagt, und jetzt habe ich mir aktuell... Ne, sind noch mehr Blümchen. Sehr schön. Ja, und jetzt habe ich mir die das Land von Oz oder irgendwie sowas, die Legenden von Oz oder in einem Land, das, nee, irgendwie, ich glaube das Land von Oz, irgendwie sowas, die, oder die fantastische Welt von Oz, irgendwie, ja, ich glaube die fantastische Welt von Oz heißt das. Ist mit James Franco und Mila Kunis, sollten beide eigentlich bekannt sein, und ist praktisch zu dem alten Film aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, den man eigentlich kennt, Filmklassiker sollte man kennen, mit der Vogelscheuche, dem Löwen und dem Blechmann, ist das die Vorgeschichte, wie es dazu kam. Total cool gemacht, muss ich sagen. Echt geil. Anfangs, also allein schon von der Idee, wie man das gemacht hat, weil man hat das Bild am Anfang schwarz-weiß gehalten und hat das dann auch im 4 zu 3 Format gehalten, so wie wir halt damals unsere ganzen Fernsehprogramme genießen durften, nur 16 zu 9 hatte keiner. Ja, das hast du halt höchstens im Kino mal gehabt, so ein großes Format. Das war schon was Besonderes. Ja. Das war cool. Und dann halt im Laufe des Films hat sich das dann halt verändert, so wie beim Original halt auch. War lustig, war echt lustig, ist aber nichts für Kinder. Also anfangs oder teilweise denkt man sich, ach hey, total niedlich, knuffig, holulu. Dann sind aber so ein paar Sachen dabei, wo man denkt, als Kind, da hätte ich garantiert Angst gehabt an der Stelle. Fragen wir mal nach, was sie Schönes machen. Ich bin ja neugierig, ne? So, jetzt können wir eigentlich das so lassen, das passt schon. Wir können innen drinnen weiterwerkeln. Das heißt, wir werden jetzt anfangen, eine... Also erstmal muss ich meine Werkbank irgendwo platzieren. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit wegzurennen. So, ich passe mit Redstone rum. Schnieke. Ja, mit Redstone ist immer lustig. Wir müssen jetzt gucken, wie wir Regale machen. Genau, wir wollen eigentlich ein Trankregal, wo ich nicht, aber nicht Schwarzeichen, Holzregal. Ich will aber nicht Schwarzeichen, wir werden dann Birke haben. Also Birkenstufen und Birke da, okay. Denn ich glaube, Birke passt da am besten rein. Ja, doch, das passt farblich am besten. Hat er noch irgendwas geschrieben? Und du, ich baue das Haus. Und will es gerade einrichten. So, genau. Oh, dann, ja, wir haben das Bett dabei, glaube ich, ne? Ja, genau, wir haben das Bett dabei. Egal, dann können wir uns da spontan dann einfach ins Bett schmeißen, wenn wir dann da gerade am Holzhacken sind. Praktisch, während die Holzaxt, oder die, nee, Diamantaxt ist es, noch niederprasselt auf den Baum, schmeißen wir uns zeitgleich in unser Bettchen. Ja, es wird wirklich nice. Und zwar können dann die beiden das erste Mal wirklich Handel treiben hier mit jemandem. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, was das für ein Laden werden soll. Das dauert ja noch ein bisschen. Also ich sag mal, ich hab jetzt die Folge. Brauchen dringend einen Händler, okay.
Fragen wir mal nach. Ich hoffe, die gehen ins Bett. Bitte, 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 bitte. Ich bin da sowas von gelangt. Oh, Gott sei Dank. Ja, das könnten wir vielleicht sonst machen. Also mal gucken, was die sagen, was die aktuell gerne handeln möchten. Dann kann ich dementsprechend einfach sagen, okay, passt sich, denn nehme ich das als allerersten Händler halt sofort auf. Kundenwünsche halt respektieren, ne? Ja, ja. Die Bedürfnisse des Kunden registrieren und umsetzen. Genau, 6 Stück, das passt. Ich brauche natürlich mehr als nur ein Regal, das ist auch klar. Brauchen tun wir dringend Tintensäcke, zum Beispiel Truppenholzerzwinge. Okay. Dann habe ich schon eine Idee, was das für ein Händler wird als erstes. Okay, gut. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wo wollen wir das denn hinhaben? Am besten wäre es zum Beispiel auch, wenn wir als erstes die Theke machen. Passt schon. Kann er keine Set? Doch, nee. Tja, das passt schon. Nee, finde ich nur Zintenfisch. Ja, das kenne ich. Das hatten wir ja in einer Folge vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Ja, er lacht. Ich glaube, er erinnert sich daran. Packen. Das hier weg. Ein bisschen Platz schaffen. Ja, passt so grob. Noch irgendwas? Denk, grübel, grübel. Nee, ich glaube, das reicht soweit. Okay, gut. Ding, 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 ding. Ding, ding. Genau. So, gut, jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie machen wir am gescheitesten einen Tresen? Puh, gar nicht so einfach, muss ich sagen, gar nicht so einfach. Ich bin am überlegen, es gibt doch was zum Auslegen, eine Vitrine. Na, das finde ich wohl nicht unter Vitrine. Dann müssen wir uns das so raussuchen. Weil das Ding möchte ich auch gerne haben. Hier, genau, Eichenholz-Schaukasten. Nehmen wir auch... Weiter nehmen wir Eichenholz. Da kommt in die Mitte kommt Wolle, okay. Wolle und Glas. Ich finde das so cool, dass wir dieses Rezept, diese Rezept-Mod haben. Die ist echt sowas von rettend. Wenn ich überlege, dass ich sonst jedes Mal das Wiki mir raussuchen müsste. Also früher habe ich das ja wirklich so gemacht. Da habe ich dann, weil ich eigentlich schon... damals, als ich angefangen habe, Minecraft zu spielen, hatte ich wegen beruflichen Sachen ein Notebook und habe aber am PC gedaddelt, weil der war halt leistungsfähiger und habe das Notebook aber nebenbei offen gelassen. Ah ja, okay. Und ding, 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 ding. Sandsteintreppen, die können wir auch gebrauchen. Ja, da habe ich schon... Ich weiß nicht, was er mal gemacht hat. Ups, ne, häng ich in der Kiste fest. Hier ist auch nicht, was ich brauche. Ach, da ist Wolle. Genau, wir nehmen einfach mal so ein bisschen was mit. Schaden kann es eh nicht. Hier noch irgendwas Interessantes. Sandstein, Sandstein. Ha. Denn ich möchte ja, ich muss nur gucken, wie was bei dem Regal ist, ob ich bei diesem Regal Sachen reinstellen kann und ob ich dann auch Vitrinen nehmen muss. Ansonsten hänge ich halt überall Vitrinen hin. Denn ich möchte ja gerne Waren präsentieren. Also man kann sie nicht nehmen, das ist klar. Aber
man soll halt sehen, was man in dem Laden kaufen kann. Ähnlich wie das zum Beispiel bei Skyrim ist, ja. Da konnte man ja auch im Geschäft alles Mögliche sehen, durfte aber nichts mitnehmen. Ja, so, okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Kriege ich, glaube ich, hin. Also. Ein paar mehr. Und dann dip, 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 dip. Genau. Einmal. Ah, toll. Wenn man natürlich das Glas in der einen Truhe hier in der Nähe lässt beim Tunneleingang, ist es klar, dass es das nicht funktioniert, ne? Ja. Ach, herrlich. Ich liebe es, wenn etwas nicht funktioniert. So, das kann ich wieder hier lassen. Das habe ich ja nur mitgebracht. Weil das werde ich hier hinten eher benötigen, so wie der Boss hier ist. Ding, 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 ding. Ich muss sagen, mit den Botschaften, irgendwas gefällt mir in letzter Zeit auch nicht dran. Da, ich glaube, das, was mir am meisten nicht gefällt, ist, dass dann doch der Baustil zu unterschiedlich ist. Na gut, okay, es sind die einzelnen Botschaften, muss man auch überlegen, aber ach, ich weiß nicht. So, dann haben wir erstmal das, genau. Wir machen, glaube ich, gleich nochmal eine zweite. Ich denke, das passt. Ja, doch, machen wir eine zweite gleich nochmal. Genau. Eins dahin und eins dahin. Sehr schön. Ja, oh, kann man sogar stacken. Wunderbar. Sehr schön. Und jetzt müssen wir einmal schauen mit dem Regal. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich das. Ich würde das Regal gerne hier hinstellen, irgendwie so. Das heißt, du musst das hier weichen. Gut, ist nicht so dramatisch. Achso, das ist so ein Regal. Und was kann ich da reinpacken? Warte mal, kann ich da hier das reinpacken? Ah, oh, sehr schön. Das gefällt mir. Okay, das heißt, dann kann ich die Zierleiste wieder anbringen. Kommt, so. Weil dann machen wir das hier so eher auf die Höhe. Also hier praktisch. Ich brauche ja nur so einen halben Block irgendwie. Ja, das gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Ach, ich bin so glücklich. Also manchmal denke ich einfach nur so, ach ja, das ist schon gut. Genau, und dann jetzt. Ist natürlich noch zu wenig, ne? Wir werden noch viel, viel mehr brauchen. Kann ich eigentlich dann hier direkt. Nein, nein, bitte nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, das heißt, ich muss dann wirklich das so anbringen. Anscheinend. Und dann so. Ach, okay, er verbindet sich. Ah, sehr schön, sehr schön. Das wollte ich nämlich hören. Ah, ja, ich war mir nicht ganz sicher, weil das wäre jetzt doof gewesen, wenn dazwischen eine Lücke gewesen wäre. Aber ist zum Glück nicht. Genau, weil dann hat man. Füllen tun wir das noch nicht, das ist schon mal soweit in Ordnung. Das sind einfach so die Regale. Obwohl die Regale machen mehr Sinn, wenn man die da so vielleicht hat, ne? Und hier vielleicht so ein. Denke, grübe, 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 grübe. Also hier so wird die Theke sein, ja? Also hier so ist die Theke. Genau, und dann hat man hier hinter dann die ganzen Regale. Das heißt, nehmen wir die erstmal wieder weg. Hier kann man ja dann rein theoretisch das so anbringen. Leider muss das umgekehrt sein. Ich kann es mir überlegen, wie man das halt künstlerisch perfekt inszenieren kann. Genau. Wir können ja mal gucken, ob ich das wegnehme. Wie das dann aussieht. Ach, immer diese Experimente, die ganze Zeit schrecklich. So, dann haben wir da wieder ein bisschen was von. So, genau. Ah, und hier dasselbe nochmal. Dann haben wir gleich wieder vier Stück. Also vier, sup. Ich denke, das sollte passen. Genau. Sehr schön. Ja, das sieht ganz vernünftig aus. Habe ich mal. Hab ich mal.
Da hinten geht die Sonne gerade unter, ne? Ja, wir sehen's. So langsam. Wenn ich dann hier jetzt die Theke habe, ist dann die Sache, aus welchem Material mache ich die Theke? Mache ich die aus Holzblöcken? Kann ich schon? Nee, ich kann auch nicht. Holzblöcke wäre doof wegen dem da. Das müsste entweder was dunkel. Eigentlich müsste es was ganz dunkles sein, sowas wie Schwarzeiche. Ich glaube, wir haben noch Schwarzeiche. Also entweder wir haben Schwarzeiche einmal vor unserem Haupthäuschen. Das wissen wir ja. So, genau. Und dann lege ich mich einfach hin. Jetzt habe ich rein theoretisch das soweit abgesichert. Creeper können nicht rein, Skelette können nicht rein, Zombies können nicht rein. Nur Spinnen können rein. Muffe habe ich trotzdem, muss ich sagen. Aber Spinnen sind auch nicht gerade ohne. Ich hoffe, die gehen schlafen. Bitte, bitte. Ich drücke mal die Daumen. Ich könnte es auch schreiben, aber ich vertraue einfach jetzt mal in die beiden. Ja, wunderbar. Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Sehr schön. Gut, das heißt, ich werde mir da mal schnell ein bisschen Schwarzeiche holen. Genau, so. Ein bisschen Schwarzeiche für den kleinen Hunger zwischendurch. Genau. Sehr schön. So. Und auf geht's. Yay! Ich weiß gar nicht, haben wir die Maschine so für sich, also so allein, was sich allein gestellt hier zurückgelassen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Wir können gleich mal gucken, aber ich bin jetzt echt... nee, ich glaube, wir hatten... Ach ja, stimmt, wir hatten keinen Glowstone mehr. Ja, daran lag es. Deshalb ging es nicht weiter. Wir sehen, einen Großteil der Route können wir fahren. Wir sind natürlich jetzt so schnell und dadurch, dass halt noch andere auf dem Server gleichzeitig sich bewegen und sowas, das halt, klar, es ist ein bisschen leck zwischendurch. Das ist auch ganz logisch. So, schnell aussteigen, Lore mitnehmen. Wunderbar. Ich bin schon voll im Weihnachtswahn, ne? Also Weihnachtswahn in der Hinsicht. Von wegen dieses Esszeug. Also ich habe jetzt schon Marzipanbrot gegessen, aber ziemlich komische Variante. Das habe ich erst im Nachhinein gesehen, als ich das gekauft hatte. Da war Jamaika oben drin und Ananas. Also ganz, ganz seltsam, habe ich noch nie gehabt. Es war so ein bisschen befremdlich. Es hat nicht schlecht geschmeckt, aber es war jetzt nicht so, wie wo ich sage, muss ich jetzt wieder haben. Und dann Lebkuchenherzen, Dominosteine und natürlich Stolle. Jetzt der eine oder andere mag jetzt sagen, voll ekelig und so. Nee, finde ich nicht, weil für mich ist das ein Tropenholz. Tropenholz könnte auch gehen, wenn ich das gerade sehe. Also auf jeden Fall nehmen wir was hiervon mit. Das könnte wichtig werden. Ja, bei den ganzen Regalen, die ich brauche, könnte das nicht nur wichtig werden, sondern das wird auch wichtig. Gut, und wir nehmen einfach mal davon 32 mit. Wobei, naja, 16 sollten auch reichen. Oder? Ja, klar, reicht das. Ja, und übrigens, ich muss immer drauf gucken, weil ich weiß immer nicht genau, ob jemand schreibt, weil ich kriege das nicht immer unbedingt mit. So. Dann würde ich sagen, soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Ich fahre schon mal los. Wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.